frage mich noch, wie viele Parts kommen werden, wo hier so ein Übergang von Part zu Part ist. Ja, Leute, willkommen zurück. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Fenster können wir nicht aufmachen. Haben wir da schon reingeguckt? Wow, Sir. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Ja, kurz und knackig. Sport 1, Kunst 1, Gemeinschaftskunde 1, persönliche Kompetenzen 1. Warum sind da andere Namen drauf? Ach, das sind die Lehrer. Gesundheit 1, Mathe 1 und Wissenschaft auch 1. Easy. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Blackwell Akademie, 8. August 2011. Sehr geehrter Mr. Price, sehr geehrte Mrs. Price. Als Direktor stehe ich Ihren zahlreichen Anfragen zu Chloes besonderen Ansprüchen bezüglich Ihres Rollstuhls und der Barrierefreiheit etc. wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz darauf, dass Schüler mit Behinderung vollständige Konformität mit dem Behindertengesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus- und Schulgebäude vor 1977 errichtet und sind noch nicht den modernen Renovierungen unterzogen worden, die zur Erfüllung der Bedürfnisse, Dankeschön, ihrer Tochter und ihres bedauernswerten Zustands nötig sind. Unglücklicherweise machen die jüngsten und beklagenswerten Budgetkürzungen in der Bildung viel mehr Spender erforderlich, um die Blackwell Akademie auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen. Chloe ist zweifellos eine unglaubliche Schülerin und hat trotz ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das Harvest Miskatonic, keine Ahnung, Institut in Bolton als passendere und bereichernde schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventen mit Behinderungen. Und ich weiß, dass Chloe dort ihre akademischen Glanzleistungen in einem angenehmeren Umfeld fortsetzen kann. Angesichts ihres hervorragenden Notendurchschnitts, Alter, diese langen Wörter, ne? Besteht kein Zweifel, dass die Schule Chloe mit offenen Armen empfangen wurde. Miskatonic, keine Ahnung. Ich hoffe, Sie werden diesen Vorschlag ernsthaft in Erwägung ziehen, da ich sicher bin, Ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihre vielen Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschüren anderer potenzieller Schulen in Oregon hinzu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mein Sekretariat. Mit freundlichen Grüßen, der verfickte Direktor Wells. So, das musste sein, immerhin ist ein Arschloch. Warum ist so eine AIDS-Schleife drauf? Ach, guck mal, es ist eine höher. Wow. Ah, nee, das hatte ich schon. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Du, die Akustikgitarre. Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys.
I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Genug geguckt? Ich würde gerne auch was sehen, aber uns wird das wohl nicht erlaubt. Blättern wir einfach mal um. Wow, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Man erkennt einfach nichts, ne? Das ist traurig. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo. Maybe I could. Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Bau keine Scheiße. Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Was soll ich sagen? Was zur verfickten Scheiße soll ich sagen? Wir haben jetzt hier keine Entscheidung von, ist es moralisch verwerflich oder nicht. Wir haben jetzt eine Frage um Leben oder Tod. Und zwar nicht auf die Frage hinaus, lassen wir jemanden leben und er lebt ganz normal weiter, sondern lassen wir ihn leben und er quält sich durch bis vielleicht nur 2-3 Tage bis zum Tod. Oder ich weiß, es ist jetzt in dem Fall nur ein Spiel. Aber Wenn ich sowas aufnehme, versuche ich schon so zu tun, als wäre ich halt wirklich gerade die Person. Und diese Entscheidung ist wirklich mega schwer. Wir können sagen, wir tun ihr den Wunsch, machen das zu ihrer schönsten Erinnerung und auf Wiedersehen, Chloe. Wir können sagen, nein, können wir nicht tun. Wir sind beste Freunde, aber dann quält sie sich nur weiter ab. Sie selber sagt ja von wegen, dass die Ärzte halt da sind und wir können sagen, ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, was kommt und vielleicht wird sie enttäuscht sein. Alter, wir müssen uns was entscheiden. Wahrscheinlich werdet ihr meine Entscheidung, die ich jetzt fällen werde, nicht nachvollziehen können. Ich werde auf Akzeptieren gehen. Das hat einfach den Grund, sie möchte zum einen nicht weiter leiden, das sagt sie ja selber. Sie möchte
dass ihr schönster Moment war, dass Max wieder da war und nochmal den Tag mit ihr genossen hat. Wahrscheinlich hat sie schon abgeschlossen mit dem Leben und weiß, dass es in den nächsten Tagen eh soweit ist. Und ja. Ich würde auf Akzeptieren gehen, Leute. Ich weiß, es ist hart, das zu sagen, und ihr werdet wahrscheinlich sauer auf mich sein, weil es ist Chloe und Chloe ist cool. Aber ich gehe stark davon aus, dass wenn wir das machen, dass wir dann dahin gehen und das Foto angucken und die Zukunft wieder verändern. Davon gehe ich halt stark aus. Und deswegen gehe ich auf Akzeptieren. Chloe, I'll just drift to sleep. Dreaming of us here together. Forever. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Einmal mehr kurz. Wenn ich eine Facecam würde, ihr sehen, dass mir gerade ein paar Tränen schon gekommen sind, weil es ist doch schon mega hart, selbst aus einer Zuschauerposition das einfach so zu sitzen und zu machen. Ja, und da liegt sie. Und wir können wahrscheinlich nichts machen. Wir können zwar sehen, dass da hinten ein Fenster ist. Warum können wir eigentlich das Fenster noch sehen? Ich weiß es nicht. Ja, das Fenster können wir noch sehen. Und eine Sache können wir noch machen. Und zwar statt der Tochter dem Vater das Leben nehmen. Das klingt so mega hart. Es ist einfach. Sorry, William. Yeah. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you.
I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Alter, das war jetzt wirklich, also die letzte Stunde war wirklich die härteste Stunde, die ich in dem Spiel bisher hatte. Alter, ich habe Gänsehaut, mir kamen Tränen. Chloe, you're alive, yes. Whoa, whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Der Song ist gerade cool, ja? Auch wenn ich ihn nicht mag, aber er ist cool. Weil er so ziemlich eintönig klingt. Passiert jetzt noch irgendwas? Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Ich sollte die Leertaste drücken, um aufzustehen. Dankeschön. Getting lost in all this shit. So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the darkroom. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. Zero power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble.
You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. Unless you want to hang out with him after you stood up for his ass yesterday. Oh, please. So. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. So, und ich würde sagen, hier mache ich eine Pause. Die letzte Stunde hat mich dann doch schon ein bisschen mehr fertig gemacht, als ich wollte. Leute, ich bedanke mich trotzdem fürs Reinschalten. Wenn ihr die sentimentale Folge auch so traurig fandet wie ich, lasst doch ein Like da. Nein, so einer bin ich natürlich nicht, aber wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet doch lieber den Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, Life is Strange. Und Masa la Vista, Baby.